Herzlich willkommen zur 79. Folge der 5. Staffel der Welttournee hier bei State of Decay 2. Um uns herum wird geschrien vor lauter Freude, weil wir angefangen haben, das Seuchenherz hier zu verprügeln. Und wenn sie es könnten, dann würden sie sicherlich auch ein Like und gegebenenfalls ein Abo da lassen. Aber sie sind einfach zu dumm dafür. Das kriegen sie nicht zu Rande. Aber ich weiß, wer das besser hinkriegen wird. Ihr nämlich. So, dann wollen wir hier mal in die dritte Phase gehen. Der Trick mit dem Fahrzeug ist halt, Front ist gesichert, wenn man hier schräg reinfährt, man selbst ist geschützt, kann jederzeit einsteigen, alles primstens. Aber das Fahrzeug muss halt schmal genug sein. So, jetzt Vorsicht, der Kofferraum war leer. Ich lasse das alles drin hier. Bis auf das 20 Schuss Dillinger mit einer Mündungsbremse. So, und dann fahren wir zum nächsten Seuchenherz. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Ich mag jetzt auch nicht aussteigen, um mit den Zombies zu kämpfen. So, um mich besser zu orientieren, fahre ich mal kurz hier vorbei. Denn das nächste Seuchenherz liegt dann direkt in die Richtung darunter. Richtung Spencer's Mill. Und es ist genau das gleiche Layout. Das heißt, den gleichen Schieß einfach nochmal. Ne? Vlad ist zu dick dafür, aber Miragra, Schrägstrich, aufgewählte Person, Wichita kommen hier rein. Vorne gegen, Front ist gesichert. So, ich würde aber gerne mal an den Kofferraum jetzt erstmal ran. Dazu muss ich dich kurz ablegen, denn der Montierhebel ist leichter als der Rucksack. Ah, Jacqueline, was machst du denn da? Da kommst du doch nicht mehr lang jetzt. Muss doch so rum. Ja, die Jacqueline. So kenne ich sie. Manchmal ein bisschen dummelig, ne? Parts stecken. Und dann auf zur Runde 2. Weit genug weg von der Gaswolke da beim solchen Herz. Wirklich, als wäre es so designt worden, dass man das wirklich so machen kann. So, als erstes legst du jetzt mal die Axt wieder an. Das Deck. Materialien könnten wir vielleicht brauchen für den Aufbau der Basis, aber das ist so nah hier, dass das einfach nicht lohnt. So, also rein ins Auto. Rückwärts raus, alles gut. Und dann rüber zum Ackerlandkomplex. Jetzt passiert etwas, was ohne Vlad nicht ganz so schön ist, aber auch nicht ultra schlimm. Denn der wird auf den Kofferraum springen. Oder es zumindest versuchen. Ach, da ist eine Horde, deshalb ist hier eine Bambule.
Naja, der Ackerlandkomplex hat ja zwei Eingänge. Da wollen wir mal nicht so sein. Wir stellen uns einfach hier hin. Was mir jetzt nicht gefällt, ich habe natürlich keinen... Na gut, die Waffe ist auch leise. Aber sie ist nicht so leise wie die Armbrust, ne? Das ist halt... It needs new just about everything, but it might be the right place for us. Ja, das ist der richtige Ort. Deshalb sind wir hier, Jacqueline. Ist der Screamer noch da hinten? Ja. Der muss ja doch irgendwie weg, ne? Ja, das wird der Zombie sein, der gerade reingekommen ist. Und dann sollten wir eigentlich claimen können. Verstohlenheit maximiert. Basis kann beansprucht werden. Das ist schön. Ja, der Ackerlandkomplex. Ein stark modifiziertes Eigenheim, in dem es einst Betten, heiße Mahlzeiten und medizinische Versorgung gab. Jetzt ist dieser Ort verlassen, doch die einzelnen Anlagen sind immer noch in überraschend gutem Zustand. 6 Personen haben wir. Die benötigten 3.500 Einfluss auch. So, dann als erstes kriegst du gleich mal deine Waffen. Du musst repariert werden. Ach so, kann ich jetzt nicht, weil mir die entsprechende Anlage fehlt. Okay. Autos sind alle da. Hier stehen 2 und gegenüber auch 2. Das haut hin. Das ist prima. So, dann Basis. Als erstes Krankenstation reparieren. Dann Betten reparieren. Jetzt haben wir noch 2 Arbeit. Hier den Müll entfernen. So, wird jetzt halt nicht sonderlich viel passieren in dieser Folge, außer dem Hochziehen der Basis. Ne? Ihr kennt es ja schon. Wir werden aber anfangen, auf jeden Fall Packsäcke jetzt rauszunehmen, denn ich weiß nicht, wie schnell wir... So, du kannst transferiert werden, du... Davon einen transferieren, davon einen, die können wir dann schon wieder in Vlad reinpacken. Wie ist der Status drüben? Hatten wir da in unserem... Ja, das war zu laut, das weiß ich selbst. Ist hier noch ein Platz, haben wir da noch. Leute, kümmert euch, da kommen welche. Die dumme Jacqueline, die war's. So, da ist das erste schon weg. Dann bitte da auch den Müll weg. Arbeit haben wir keine mehr. Ich sehe einen Plague-Bloater.
Haben wir irgendwelche Quests? Nee. So, da sind die Betten gleich fertig. So, das ist schon mal passiert. Die Betten sind da. Dann kurzen Blick in die Basis. Da hinten, in den großen Slot, da möchte ich die Lounge hinbauen. Und hier in den zentralen, hier bauen wir uns jetzt erstmal einen Auffangraum. Wir haben in der Basis dann noch zwei weitere direkt daneben. Das sind die zwei hier, da hinten und da, wo jetzt noch das Gerümpel steht, wo gerade aufgeräumt wird. Und dann haben wir noch drei kleine Slots. Einen brauchen wir für die Werkstatt, Krankenstation brauchen wir nicht. Das heißt, wir können uns wie gehabt nochmal unsere Toilette aufbauen und unsere Wasserversorgung. Haben wir noch Arbeit? Ja, haben wir, aber ich glaube, wir brauchen zwei. Die Werkstatt können wir schon anfangen hochzuzimmern. Na, dann mach doch das. So, Materialien raus. Ja, der Lärm. Dann halt deinen Mund und sag nichts. Dann haben wir weniger Lärm. So, das wäre das. Gegenüber bekommen wir noch einen rein und Vlad gegebenenfalls auch. So, jetzt haben wir zwei Arbeit wieder frei. Ich möchte anfangen mit, was dauert denn lange? Die Lounge, glaube ich. Bauen wir die Lounge dahin. Werkstatt, das heißt, wir haben wieder Arbeit, aber nur. Ne, wir haben jetzt fünf Arbeit. Fünf Arbeit. Lounge läuft. Handelsdepot können wir da errichten. Hier können wir uns überlegen, was wir da machen wollen. Als nächstes hier bitte die Latrine. Ne, direkt neben dem Essen. Wenn das Essen mal verdorben war, dann kann man da gleich. Falzi. Ja. Und dann hier. Hä? Bin ich blind? Ich will keinen Regenkollektor. Ach, da ist er. Die Brennerei hochziehen. Was fehlen würde, wäre echt noch ein weiterer Slot für das Kampfstudio, aber mit der Basis bin ich hier echt zufrieden. Wasser ist eine zwingende Notwendigkeit in meinen Augen, um halt die Wasserversorgung zu etablieren. Und ich will sie nicht über Außenposten machen, weil das unsere Treibstoffverluste erhöhen würde. Latrine mag ich persönlich sehr gerne, wegen des Moralboosts von 10 und Werkstatt ist eh notwendig. Ne? So, jetzt haben wir noch eine Arbeit frei. Oh, das Lager muss auch dringend aufgewertet werden. Eine Arbeit frei, denn wir haben keine guten Mods eigentlich für. Na, dann installiert das Ding halt. Lounge bauen abgeschlossen. Oh, dann warte mal. Hör mal auf da. Hier brauchen wir schon drei Arbeit. Achso, zum Aufwerten des Lagers. Da können wir auf jeden Fall die zwei Arbeit gut gebrauchen. So, in Vlad geht auch noch was rein. Wir müssen nur dran denken, das als erstes dann wieder rauszuholen. Und drüben im Vagabond ist auch noch ein Slot. Aber ich denke, dass wir die Basis schnell genug zusammenbekommen sollten. Um die Materialien auch wieder reinschmeißen zu können.
So, einen Packsack können wir noch rausnehmen. In den Vagabond. Da ist die Latrine fertig. Das heißt, wir haben wieder zwei Arbeit. Hier bräuchten wir drei. Du brauchst noch 16 Sekunden. Dann warten wir da gerade. So, dann können wir hier mal kurz Wasser anschmeißen, hebt die Moral. Können dann die Lounge upgraden. Haben immer noch drei Arbeit. Dann können wir eigentlich schon anfangen, da hinten Handelsdepot. Achso, da brauchen wir vier Arbeit für. Dann kann irgendjemand mal das Klo putzen und die restlichen zwei. Ne, Klo putzen wird abgebrochen, weil wir für die Küche noch drei Leute brauchen. Die Grillgrube im Hinterhof. So, dann sind wieder alle beschäftigt. Transferieren können hier. So, Lageraufwertung ist auch durch. Dann Mods installieren da. Und auch der andere kann Klo putzen. Für die Moral. So, und wenn wir jetzt noch einen Packsack rausnehmen, dann sind wir auch unter den 35. Wie gesagt, wir müssen sie eh gleich wieder reinschmeißen. So, wie wollen wir hier was arrangieren? Da hinten steht ein Van. Den hätte ich gerne. Wir haben auch ein schweres Upgrade-Kit. Könnten den aufwerten. Und der Van wird wahrscheinlich kein Benzin mehr haben. Das heißt, wenn wir da jetzt hinlaufen, muss das Jacqueline erledigen. Ja, muss sie. Die Jacqueline braucht Bewegung. Das tut ihr gut. Dann bitte einmal Treibstoff. Dann holen wir den Van als erstes mal. So. Du wirst dann gleich ausgedient haben. Aber wir brauchen dich auf jeden Fall zum Blockieren noch. Warum nicht den Migragra? Den will ich auch noch aufwerten mit dem Upgrade-Kit. Passagier-Van. Eigentlich möchte ich dich sogar, aber ich brauche dich erstmal hier. So, denn als erstes wirst du aufgewertet. So, haben wir wieder Arbeit? Nee, alle sind noch beschäftigt.
Bauen abgeschlossen. Dann. Das war. Jetzt haben wir Kochstudio. Das, das, das. Wir haben genug Arbeit. Ich würde jetzt hier hinten das Handelsdepot wieder hochziehen. Das heißt, wir können anfangen, Hacksäcke reinzuwerfen wieder. Du hingegen, haben wir gesagt, hast deine Schuldigkeit getan. Ich möchte dich eigentlich nur noch nutzen, um den Eingang hier zu blockieren. So, haben wir noch Arbeit? Ja, haben wir. Lounge Level 2 ist in Bau. Wir müssen aber als nächstes jetzt erstmal wieder Packsäcke reinwerfen. So, dein Ausflug ist jetzt beendet. Das heißt, du kannst jetzt wirklich reguläre Waffen wieder nehmen. Es werden langsam sehr, sehr viele Waffen. Hey, I got an offer for you. Wandernder Händler? Ja. Was ist das für einer? Netzwerkhändler. Wo ist er? Da drüben. Würde ich mir sogar ansehen wollen. Da kannst du bei der Ausrüstung bleiben. That was noisy. So, dann aber... Nee, nicht Vandito. Impaler. Einmal Sprit, einmal Reparaturkit. Wir haben drei Arbeit offen. Werkstatt ist auf Level 2. Die Brennerei können wir noch aufwerten mit drei Arbeit. Würde aber auch gerne, dafür brauchen wir vier, eine Autowerkstatt bauen. Einfach nur Autowerkstatt, solange wir nichts anderes brauchen. Dann können wir uns ein mittleres Upgrade-Kit basteln für den Miragra und gegebenenfalls ein paar Reparatur-Kits. Ne? Dieses 3 für 2, wo man für 2 zahlt und 3 bekommt. Auch 4 Arbeit, Sheriff-Anführer. Oh, wir könnten mal anfangen, Mods zu installieren. Hier zum Beispiel White Noise Generator. Haben wir was Schönes hier? Nee. Abfüller. Andererseits sind die zwei... Ach ne, Latrinendienst ist ja nur einer. Ach komm, installier den Abfüller da. Ist das wirklich sinnvoll? Nee, warte mal ab. Die Installationen dauern wahrlich nicht lange. Wenn wir hier kurz warten, dann haben wir nämlich 4 Arbeit und können dann tatsächlich... Na komm schon. Vorübergehend da mal eine Autowerkstatt bauen. So, dann können wir aber auch Materialien wieder reinschmeißen. Und das waren all unsere Materialien sogar. Kurzen Blick ins Inventar, ob wir beim Netzwerkhändler noch was verkaufen. Du wirst gesalvaged, auf jeden Fall. Den Schongarer können wir verkaufen. How about we get off our asses and do something about all these plague hearts? So viele Plague Hearts sind hier gar nicht mehr. Hast du mal gezählt? 2 sind noch auf der Karte. Also, macht einen Mund zu da. Das können wir verkaufen. Dosenbomben brauchen wir nicht. Das und das brauchen wir nicht. Könnte alles noch sinnvoll sein. Okay. Ja, der Rest.
Fahr los, Palti. Yeah, no, that's not a thing. 22 Minuten, bis die ersten wieder fertig sind mit dem Arbeiten. Dann fahren wir doch mal zum wandernden Hätten da. Hast du schon einen schönen Screenshot gemacht, Palti? Nee, habe ich nicht. Und noch ist es hell. Hast du recht. Da muss ich noch mal schnell. Kriegt man von irgendwo einen schönen Screenie? Vielleicht von dem Auto hier? Upsi. Jetzt weiß ich, welcher Juggernaut gemeint ist. Hier? Nimm mal die Quest weg. Fällt mir aber auch nicht wirklich. Vielleicht irgendwie von hier? Ich will doch nur einen hübschen Screenie. Okay, da sind wir schon zu tief hier. Ansonsten müssen wir halt nur die eine Hälfte vom Ackerland Komplex mit reinnehmen. Es muss mehr zu Leben sein, als nur sitzen und auf den nächsten Threat. Nur so sieht das ja auch ganz hübsch aus, eigentlich. So, aber jetzt wirklich zum Netzwerkhändler. Geht ja mal gar nicht hier. Tür zu, Jacqueline. Was fehlt uns denn noch? Ach, gucken wir einfach mal. Ein bisschen was für Scherbe, Schaden. Hier kam man, glaube ich, nicht runter, ne? Nee. Nicht wirklich. Wo war er? Da genau. Fahre richtig. Yo. Hi there. I'm with the network. Good to meet you. Netzwerkhändler Tori. Hallo, Tori. Later. Fühlt sich gut, ne? Wenn du da oben stehst, auf mich herabblicken kannst. Yep. So, nimm erstmal meine tollen Sachen hier. Das brauchen wir nicht nochmal. Ah, schade. Ein zweiter White Noise Generator kann ja in einigen Basen echt nützlich sein. In der, wo wir gerade sind, nicht. Lebensmittel und Medis brauchen wir nicht. Tja, dann haben wir wohl nichts weiter miteinander zu tun. Und die Waffe kaufe ich auch nicht. Auch wenn die Sammlung komplettieren würde, da will ich eben überlegen, ob ich einfach anfange zu salvagen. Also das ist... Das Inventar, also das Schließfach ist ja doch schon sehr zugemüllt, muss man ja sagen. Wieso warst du draußen? Du sollst doch eigentlich in der Basis sitzen. Und komm schon, Dackel. Danke. Sollst du doch eigentlich in der Basis sitzen? Und eben jene welche aufbauen. Ja, ja, komm mal hier lang. Hier ist schön. So, den Seiteneingang, da müssen wir auch noch blockieren. Und den hier auch. Wie machen wir das? Erstmal stellen wir uns hier hin. Oh, da hinten kommt er doch schon, ne? Ja. Oh, oh. Leute. Flotti.
mir Boris, gib mir ja, macht ihn fertig. Sehr gut. Pui. Unfreundlich, der Herr. So, wie fangen wir an? Als erstes möchte ich den Dicken... Ach, das machen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, die heutige Folge und der Umzug haben euch gefallen. Und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr ein Like und gegebenenfalls ein Abo dalassen würdet. Tag 30. Bis demnächst. Euer Palzi.